ein Ladekabel. Ist das, sind diese Dinge da, weil ich die ungerade habe, die ich habe? Mhm. Mach den Spiegel kaputt. Nein. Oh, jetzt sieht wieder dumm aus, weil ich ja jetzt im Spiegel habe. Oder? Ja. Sieht gut aus. Nein. Also, die haben wir jetzt fertig. Gut. Dann diese. Obwohl, mit so einem Ruck stecken wir auch, oder? Sieht schön aus, ja. Ist die Beine eingecremt? Ja. Guten Morgen, wir kommen gerade vom Fußballplatz. Wir haben nämlich ein paar schöne Bilder geschossen. Alles gut. Hier fliegen die Bälle nur so rumher. Wir haben gerade ein paar Bilder geschossen, die könnt ihr übrigens, geht es um diese T-Shirts hier, könnt ihr auf meinem Insta-Account euch mal angucken. Und die Lamia ist jetzt durch schon um die Uhrzeit. Die hat gestern sehr spät im Bett und jetzt zickt sie ein bisschen rum. Jetzt gehen wir erstmal ein Eis essen, es ist unser letzter Urlaubstag, morgen geht es wieder ab nach Hause und da dürfen die Kinder heute schlemmen, was das Zeug hält, leckeres dänisches Eis. Eis ist echt hier richtig lecker, ich musste leider zweimal Eis essen, weil die Joanna das nicht aufgekriegt hat. Und dann musste ich einmal Softeis leider essen, das war so lecker, ne? Und einmal Lakritz-Eis habe ich gegessen, das war auch so lecker. Aber gut, egal. Man ist ja im Urlaub, da darf man auch mal sündigen. So, aber ansonsten haben wir uns auf jeden Fall auch im Urlaub richtig an unsere Zeiten gehalten. Wir sind nicht über die 6 oder 8 Stunden gekommen mit unserem Intermittent Fasting und haben das auch immer schön unserer Trainerin geschickt. So, jetzt kommt. Die Solamia hat jetzt keine Lust mehr. Und dein Schuh ist auf übrigens. Und dann ist auch gut durchgezogen, trotz Urlaub. Ich war sogar joggen. Heute Morgen war ich auch wieder joggen. 3,6 Kilometer. Ich habe bis jetzt auch noch nichts gegessen. Ich habe meine Fitbit-Uhr zu Hause vergessen. Im Haus. Das ärgert mich jetzt. Ich wollte die Mädels heute noch mal pushen hier in der Gruppe. Ich bin nämlich nur Dritte. Das heißt, ich muss auf jeden Fall einiges einholen. Aber da die Uhr jetzt, habe ich auf jeden Fall 1000 Schritte verschenken. Das stört mich ein bisschen. Wir kommen jetzt. Ist ja gut. Ja, da ist sie. Sitzt sie. Du bleibst auf dein Haar. Echt? Ja. Auf meine? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Machst du Seifenblasen hier schön? Die Lamia spielt hier total süß, ganz alleine draußen. Die Joanna chillt da so ein bisschen auf der Couch. Wir machen heute ein bisschen chillig. Warte! Haben nämlich gesagt, wir machen wirklich. So, was ist das denn hier? Wir machen heute ruhig, weil morgen geht es ja nach Hause und dann wird das schon ziemlich anstrengend. Deswegen chillen wir ganz gemütlich. Mama, später gehen wir eventuell noch. Bohnen. Setz dich mal hin. Ja. Nicht schmerzen. Okay. Life with no distractions, we'll get away.
This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Died with my own doubts. Den einen jetzt mit Gefühl. Da war doch irgendwie eine Schwelle in der Bahn, hast du gesehen? Ja, genau. Ist genau drauf zugerollt. Okay, ich bin hier voll am Ablusen, ja. Ich habe nur elf Dinger Pinnel da abgeräumt, ey. Voll schlecht. Lamia, 70 Punkte. Das ist kaputt, ey. Gut. Guck mal, Hashtag Boom. Jetzt ist es leider Ende, aber ja, so sieht diese Halle hier aus. Nochmal als Übergang. So, wir sitzen jetzt hier gemütlich und grillen gemeinsam. Da sind die anderen, unsere Gäste, Katharina und Leon. Der hat jetzt einen Mückenstich, okay, das ist mein was zum Kühlen, damit er nicht kratzen muss. Und der Carlos, der isst schon Baguette so, hier. Auf ein Würstchen. Auf ein Würstchen, na dann. Und alles weg heute. Genau. Reste aufgrillen. Ja. Okay, die morgen kalte Würstchen im Auto. Ich muss sagen, der Carlos ist ein richtig guter Esser geworden. Der hat ja eh schon richtig gut gegessen. Aber hier in Urlaub ist er ein richtiger Mampfer geworden. Chicken Wings kommen gleich. Du sitzt hier neben mir. Okay. Guten Morgen, meine Hübschen. Wir sind auf dem Weg nach Hause, haben das Haus jetzt aufgeräumt soweit und sauber und gefegt. Wir haben die ganze Küche sauber gemacht und so weiter und fahren jetzt nach Hause. Möchte aber natürlich euch noch das Haus auf jeden Fall zeigen. Und dafür gehen wir jetzt erstmal raus. So. Hier ist der Eingang. Hoppla. So. Hier kommen wir rein. Und da ist sofort der Esstisch und die süße Küche. Ich muss sagen, die ist recht groß. Dann haben wir hier Gläser drin. Hier haben wir immer Essen gemacht und zusammen gefrühstückt. Das war hier so die Basis. Wir haben auch eine Flasche Wein geschenkt gekriegt. Eine rote und eine weiße. Haben wir aber nicht getrunken. Hier ist noch Nougat, haben wir auch nicht gegessen. Dann ist hier ein Spiegel, da kann man sich angucken. Hallo, ich bin heute ein bisschen sportlich unterwegs, weil wir ja gleich nach Hause fahren und 8 Stunden im Auto, habe ich mir gedacht, ziehe ich einfach mal was Bequemes, Sportliches an. Auf jeden Fall haben wir hier einen schönen Spiegel für Insta-Selfies. Dann ist hier so ein Haushaltsschrank, da ist dann drin ein Wischmopp, Besen, Eimer, ein Staubsauger, Bügelbrett, oben so ein Bügeleisen und einige Putzmittel. Was da ganz oben ist, weiß ich jetzt nicht, weil ich ja nicht drankomme. Dann haben wir hier noch einen kleinen Schreibtisch, wo man sich schön hinsetzen kann. Da ist auch Strom, da ist Strom und da ist Strom. Ist natürlich auch extrem wichtig. Dann haben wir hier einen wunderschönen Kamin. Wenn es mal kälter sein wird, kann man sich schön kuschelig warm machen. Und hier ist auch schon der Wohnbereich, das Wohnzimmer. Schönen Fernseher haben wir, CD-Anlage. Ist jetzt eine Plastikblume, aber trotzdem. Auf jeden Fall ist was Grünes im Haus. Und ein paar Spiele sind hier noch gewesen. Der Sessel. Hier lag übrigens der Quentin. Hat sich hier gemütlich gemacht. Da sind die ganzen Spiele.
dann halt der Fernseher und so sieht dann der Wohnbereich aus. Schöner großer Holztisch, hat viel drauf gepasst. Wir saßen auch manchmal einfach auf dem Boden, haben da einfach mal so ein paar Snacks zu uns genommen. Die Lampe ist auch super schön. Dann kommen wir zum Schlafgemach von Mama und Papa. Da haben Dominik und ich nämlich geschlafen. Hier, das ist das Schlafzimmer, auch mit Fenster, einem kleinen Schränkchen. Sehr schön. Wir mussten die Betten komplett abziehen und die Bettwäsche da hinpacken. Und das wird dann gleich mitgenommen. Jo, das ist das Schlafzimmer, wo wir drin geschlafen haben. Dann gehen wir einmal hier so rüber. Dann ist hier das Schlafzimmer, wo der Carlos geschlafen hat, drin. Auch schön groß mit Fenster und auch ein Kleiderschrank. Das Reisebett haben wir schon zusammengeklappt, das wird dann später abgeholt. Der hat dann hier geschlafen im Reisebett, hat super geklappt. Und dann hier ist noch ein Zimmer, da haben Lamia und Joanna geschlafen. Das ist, glaube ich, so mit das größte Zimmer, nämlich zwei Schränke. Und aber dafür kein Nachtkonsolchen, aber die Kinder kamen ganz gut klar. Süße Bilder noch an der Wand, auch natürlich mit Fenster. Und ja, da haben Joanna und Lamia geschlafen. Und hier ist das Badezimmer. Da haben wir einen wunderschönen Whirlpool, den wir leider nicht genutzt haben. Da sind auch sogar extra die Tabletten und Desinfektionszeug dafür. Also da für den Whirlpool. Das ist eine Anleitung, wie man den sauber machen muss und so weiter. Sehr schön. Und dann ist hier halt noch eine Waschmaschine. Ich habe natürlich auch fleißig gewaschen. Ein großes Waschbecken, viel Platz für die ganzen Kosmetika, ein großer Spiegel. Und hier unten haben wir nochmal so Badschränkchen. Da hatten wir Toilettenpapier drin. Und hier sind noch hier so Wäscheklammern. Und dann ist hier noch eine Dusche. Da, nicht spektakulär. Und ja, das war's ja schon. Auch unter oben. Da oben ist auch noch ein Schlafplatz. Hier können also so gesehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute können hier schlafen. Und da oben hat aber keiner von uns geschlafen. Man muss die Treppe so ein bisschen rausziehen. Dann kann man halt da hochklettern. Und da oben haben die Kinder aber immer gespielt und gemalt. Das waren die ganz toll. Aber schlafen lassen haben wir die da nicht. Ja, das war so die kleine Haustour. Ich habe bisschen um die 70, 75 Quadratmeter. Hat absolut gereicht. Wir hatten natürlich auch noch eine Terrasse. Genau. Ich zeige euch mal eben noch eine Terrasse. Ach! Tada! Das sind die anderen Gäste. Habt ihr auch schon eine Haustour gedreht? Hallo, ja. Am Anfang. Ja, am Anfang. Ich habe das jetzt am Ende gemacht. Am Anfang war ich zu kaputt. Ich zeige nochmal eben die Terrasse. Und zwar, übrigens ist hier der Blick zur Küche. Man hatte von der Küche übrigens auch einen schönen Blick nach draußen. Und hier ist dann die Terrasse. Ich habe auch Handtücher gewaschen. Die habe ich aufgehangen. Ich habe die jetzt einfach hier stehen lassen. Ganz viel Platz zum Grillen, zum Essen. Hier ist der Grill. Also die Terrasse ist recht groß. Man hat echt sehr viel Platz. Das ist Wahnsinn. Und hier haben wir immer gegrillt. Habt ihr ja gesehen. Da sind noch mehr Stühle, falls noch mehr Gäste kommen. Und man kann dann von hier rein und raus gehen. Ja, das ist unsere Haustour von Dänemark. Ich hoffe, euch haben die Videos auf jeden Fall gefallen von Dänemark und die kleine Haustour auch. Und wir machen uns jetzt auf und fahren jetzt 6 bis 8 Stunden nach Hause. Hoffentlich kommen wir gut durch. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!